Wasabi, meine Freunde, mein Name ist Yoshi und wir sind heute wieder in aller Munde. Ich habe euch heute Traubenzuckersteine mitgebracht von Togolino in dieser grünen Box. Wir werden das heute zusammen tasten und eventuell damit auch ein bisschen rumspielen, wie ihr sehen könnt. Hier sieht es nämlich so aus, als wäre hier eine Bauanleitung. Dann machen wir die Box auch erstmal auf. So, schauen wir mal. Ich kann nicht erkennen, wie viele Steine da drin sind. Aber ich hoffe, ihr könnt das machen. Die Tüte machen wir gleich auf. Da sind mehrere Farben drin. So, wie gerade erwähnt, das ist da eine Bauanleitung. Was steht denn hier? Mit dem Inhalt eines Beutels können wir diese drei Figuren, 1, 2 und 3, können wir die wohl nachbauen. Wiederum hier unten mit mehreren Inhalten können wir diese drei Figuren aufbauen. Das heißt, ich habe leider nur eine Box, deswegen wird das hier schon mal von uns hier wegfallen. Und ja, dann lass mal loslegen. So, mit einer Schere öffnen. Na, habe ich leider heute nicht parat. Na? Ja, shit. So. Karl ist leider heute nicht damit dabei, wie ihr schon mitbekommen habt, aber ich habe mir sein Brettchen gegönnt. Dann gucken wir doch mal, wie viele Teile wir doch haben. So, wir haben einmal hier so ein Viereck, ein rechteckiges und, na, haben wir noch was? Ne, das war's. Es gibt nur diese zwei Formen, die wir hier haben. So, na, soll ich mit euch was bauen? Nein, werde ich nicht machen, das wird mir zu lange dauern. Wie ihr schon im Anvers gesehen habt, esse ich lieber viel gerne. Eine Figur baue ich für euch, ganz spontan, hier, zack, zack. Und, oh, das ist schon mal falsch rum. Komm, dann stapeln wir hier irgendeinen Turm schnell. Ja, sehen so aus wie so zwei Beine, hätte ich jetzt fast gesagt. So, ne? Wie ihr sehen könnt, kann man mit den Traubenzuckersteinen ein bisschen rumspielen und formen. Aus Prinzip, wie das Soy Khan noch kennt, habe ich mir sein Messer genommen und werde hier auch nochmal aufschneiden. Na? Oh. Ups. Ja, es ist ein bisschen zerbröckelt, aber nicht schlimm, es ist keine Füllung drin oder sowas auch, wie wir es normalerweise kennen. Ich werde dann mal eins probieren. Ich nehme mal hier den hier. Es ist sehr groß und sehr schwer zu zerkauen. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt. Die Farbe ist hier ein bisschen anders. Das ist hier so ein weißes. Und das ist, geht ins Rosane rein. Das ist definitiv Erdbeer. Ich muss mal schnell zu Ende kauen. Ich werde mir das direkt mal hinterher schieben. Das Weiße ist definitiv Zitronengeschmack. Es ist verdammt hart zu kauen. Die Steinchen sind echt verdammt groß zu herkömmlichen Traubenzuckerwürfel, die man so kennt, von Dextro oder was auch immer. Ich nehme mal jetzt ein kleineres Stück. Dieses Gelbliche, vom Geschmack her ist das. Na? Es geht Richtung Zitrone. Doch, ja, schmeckt sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Also, das hat mir jetzt am besten geschmeckt, also die Zitronengeschmack. Das werde ich mir nochmal kurz gönnen. So, eins bleibt mir ja noch über. Das sind hier diese hellgrünen oder minzigen Farbe vom Würfel her, vom Geschmack. Mal gucken, wie die schmecken. So, ich kann es nicht rausschmecken.
Ich muss sagen, das hat für mich irgendwie, es ist sehr neutral, es ist einfach wie normaler Traubenzucker. Für mich hat es ehrlich gesagt keinen Geschmack. Also nichts Besonderes, es ist keine Minze, wovon man ausgehen könnte, ja, von der Farbe. Ne, kann ich nicht herausschmecken. Für mich ist das wie normaler Traubenzucker. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr diese Zuckersteinchen kennt. Die Traubenzuckersteine von Togolino. In diesem Sinne, es hat sehr Spaß mit euch gemacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss!